Meist haben Wissenschaft und Kunst nicht viel miteinander zu tun. Jeder ist viel zu sehr mit seinen eigenen Problemen und Ideen beschäftigt. Umso spannender ist es zu sehen, wie viel Berührungs- und Befruchtungsmöglichkeiten es zwischen Kunst und Wissenschaft gibt. Ist es dann nicht eine überaus interessante Schnittstelle, die wir viel zu wenig bedacht haben? Wir haben da, glaube ich, noch eine Menge zu lernen und zu tun, die wir, die Wissenschaftler, aber auch vielleicht Sie, einige von Ihnen Künstler, bisher beachtet haben. Vielleicht nicht zum Beispiel im ZKM, das sich ja diesem Thema widmet und dessen Leiter, Herrn Weibel, ich sehr dankbar bin, dass er an diesen Berührungsflächen, an diesen Interfaces arbeitet und die scheinbaren Gegensätze von Kunst und Wissenschaft zu einer Symbiose und gegenseitigen Befruchtung zu bringen sucht. Maxim Gorki hat schon vor mehr als 100 Jahren gesagt, die Wissenschaft ist der Verstand der Welt und die Kunst ihre Seele. Ich würde das so nicht stehen lassen wollen, weil ich denke, auch umgekehrt wird ein paar Schuh draus. Letztlich ist es die Schlussfolgerung, wir wissen, dass beide zusammengehören wie zwei Teile eines Ganzen. Mit dieser Betrachtung möchte ich meine Ansprache beenden und wünsche Ihnen besonders sinnliche Erfahrungen in der Ausstellung, vielleicht auch neue Eindrücke, die Sie im normalen Leben so nicht erfahren können. Und wenn Sie sich von der Ästhetik und den sinnlichen Wahrnehmungen dieses Kunstwerks beeindrucken lassen, dann sollten Sie auch manchmal fragen, warum? Mit dieser Frage, die eine typisch wissenschaftliche Frage ist, sind Sie dann auch den Wissenschaften ganz nahe und haben die Symbiose von Wissenschaft und Kunst, die zwei Teile des menschlichen Geistes, verinnerlicht. Viel Spaß dabei. Dankeschön.